Hallo liebe Bosfoodies, es ist Ruby Tuesday und heute machen wir zusammen einen bunten Tomate-Mozzarella-Salat mit fruchtigem Pfirsich. Als erstes bereite ich die Tomaten vor. Dazu habe ich sie gewaschen und in Scheiben und Ecken geschnitten. Von dem Pfirsich habe ich Backen abgeschnitten. Um die geschmacklichen Noten der einzelnen Komponenten zu variieren, habe ich einen Teil der Zutaten abgeflammt. Das gibt eine schöne bittere Note. Der eigentliche Hauptstar heute ist der Mozzarella di Bufala von Büffelbill. Ein toller Mozzarella mit ausgewogenem, intensivem Geschmack. Diesen platziere ich schön mittig auf dem Teller und drapiere die restlichen Zutaten drumherum. Alle verwendeten Zutaten findest du im Rezept auf unserem Blog. Dort verlinke ich dir immer die Zutaten aus unserem Shop. Das erkennst du schnell an der Bosfood-Tatze. Schau mal vorbei. Außerdem gibt es den Ruby Tuesday ja jetzt schon ein paar Folgen lang und mich würde mal interessieren, wie dir das so gefällt, dass hier regelmäßig dienstags ein Rezepte-Video kommt. Lass uns also mal einen Kommentar da. Zur geschmacklichen Abrundung dürfen ein paar Balsamico-Perlen und etwas Pesto nicht fehlen. Alles noch mit Meersalzflocken und Pfefferwürzen und ein gutes französisches Olivenöl darf natürlich auch nicht fehlen. Bon Appetit!